Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. 1 für das SNES. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und wir machen mit Welt 8 weiter. Und ja, mal schauen. Ich werde hier jetzt öfter mal ein Save State setzen, denke ich mal. So. Das geht ja noch alles relativ gut hier. So, dann einfach mal hier rüber und da reinspringen. Nee, will ich nicht. Ach Mann. Also wenn ich jetzt... Also wenn man jetzt einmal verkackt hier... Dann... Ja, verkackt man, glaube ich... Des Öfteren. Da kommt so ein Ara Cooper, aber... Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. So... Jetzt hat er mich echt... Jetzt hat er mich echt platt gemacht hier. So, den haben wir noch gekriegt. Gibt es hier nicht irgendwo vielleicht eine geheime Tür, wo ich rein kann? Damit ich das alles umgehen kann. Aber so nicht. Mit so einem Sprung klappt das nicht. Okay. Vielleicht sollte ich hier ein Safe State setzen. So... Okay, der eine Paracooper ist auf jeden Fall weg. Ist hier vielleicht irgendwo ein Pilz? Hier gibt es nichts drin. Das ist echt mies. Okay, hier gibt es noch keine... Okay. Wir haben nicht mehr so lange Zeit, dieses Level zu schließen. Aber ich denke mal... Wir sind am Ziel. Okay, gut. 8-1. Abgeschlossen. Ach, ihr liebt das doch, wenn ich fehle, oder? Ich denke mal schon. Und jetzt kommen noch Stachis und Lakitos und... alle möglichen anderen Viecher hier. Aber ich könnte doch ja mal wirklich einen großen Pilz kriegen. Dann springe ich genau dort rein in das Loch. Großartig. Uiuiuiui. Okay. Ich brauche meine Leben. So, du bist erstmal weg. Vielleicht kommt auch kein neuer. Muss ich erstmal sehen. Okay, der Paracooper ist weg. Das ist gut. Und da kommen natürlich zwei. So, du bist weg. Sehr gut. Wie oft schießt denn ihr hier? Okay. Ach. Und dann springe ich genau... Springe ich genau in dieses hässliche Loch rein. Okay. Oh mein Gott. So, ich speichere mal hier. Huiuiuiui. So,
Paracooper weg, aber ich denke mal, wir sind, glaube ich, durch. Ja. Welt 8-2 ohne Probleme geschafft. Ich freue mich. Aber ohne die Save States würde ich das nicht schaffen. Aber das ist egal. Hauptsache, wir finden den Abschluss hier in diesem Spiel. Save State, jetzt kommen. Jetzt kommen Hammerbrüder. Jetzt kommt definitiv Hammerbrüder. Da habt ihr das gesehen. Ich wollte dort oben lang. Das war wahrscheinlich auch richtig. Vielleicht dann doch lieber unten. Vielleicht doch lieber unten und hier nicht reinspringen. Okay, gut. Hier oben bin ich, glaube ich, sicherer, was das Speichern angeht. Und dann renne ich genau dort rein. Oh mein Gott. Ach Mann, okay. Also vor dem muss ich mich auf jeden Fall in Acht nehmen, der dort kommt. So, speichern. Und durch und drüber. Jetzt haben wir die zwei geschafft. Und da kommt natürlich noch einer. Großartig. Okay, einen haben wir platt gemacht. Oh Gott, da stehen ja wirklich noch zwei. Uiuiui. Okay, die haben wir geschafft. Wir sollten, glaube ich, im Castle sein. Jawohl. Welt. Oder das Schloss. Und jetzt sollten wir Bowser auf jeden Fall besiegen, denn das müsste der richtige Bowser sein. Okay. Ich bin bereit. 8-4. Und ich glaube, das ist auch wieder ein Rätselschloss. Wo wir durch verschiedene Röhren müssen. Aber die Frage ist natürlich. Und er sprang sofort in die Lava. Bisschen aufpassen. So. Ich glaube, hier können wir rein. So. Müssen wir, glaube ich, dort oben rein. Bin nicht alles täuscht. Oh, wie komme ich denn hier oben rein? Okay. So, wir warten mal hier. Ich glaube, wir müssen hier oben in die Röhre rein. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und wenn irgendwann ein Wasserlevel kommt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und warum kommen wir jetzt Cheep Cheeps? Okay, das war verkehrt. Alles klar. In welche Röhre müssen wir denn jetzt rein hier? In diese hier? Ich glaube, das war verkehrt. Ich glaube, dass... Ja. Das war, glaube ich, verkehrt. Wir gehen mal in die. So, dann müssen wir in die hier oben rein. Also ich glaube, das ist richtig. Okay, ich habe ja ein Safe State gesetzt. Sehr gut. Dann setze ich jetzt hier mal noch ein Safe State. Und hoffe doch, dass ich hier richtig bin. Ne, jetzt bin ich ja weitergegangen. Gehen wir in die Röhre rein. Ja. Das ist richtig. Okay. Die Blooper, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Eieieiei. Okay, wir sind zumindest in der, wir sind hier in der richtigen Röhre, denn ich weiß, dass der letzte Abschnitt hier so ein Wasser, so ein Unterwasserabschnitt ist. So, jetzt müssen wir am besten hier unten lang.
So, und schnell rein, schnell rein. Boah, okay. Das sollte eigentlich richtig gewesen sein. Und da ist so ein fetter Hammerbruder. Und wie kriege ich den kaputt? Mann, ich muss den am besten schießen lassen. Oh Mann, als kleiner Mario kommt man hier aber auch überhaupt nicht. Als kleiner Mario hat man hier auch überhaupt keine Chance irgendwie. Ach, jetzt hätte ich unten durchrennen können. Und dann schaffe ich es nicht. Und dort hinten ist Bowser. Habt ihr ihn gesehen? So, Bowser, du bist... Oh, ich bin durch den seinen Hammer durchgesprungen. Ja, es hat geklappt. Es hat geklappt. Und da sitzt Prinzessin Toadstool. Und ich bekomme sogar noch einen Pilz, damit ich groß werde. Ja, Mario. Ich speichere mal ja ganz kurz. Oh, Mario, du hast mich gerettet. Danke, Mario. Das Königreich ist gerettet. Es gibt noch viele schwierigere Levels zu meistern. Okay, ich save state hier, denn ich glaube, wenn wir jetzt starten, können wir die schwierigeren Sternwelten spielen. Genau, Weltstern 1.1. Und hier geht's im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dann, macht's gut, euer Basti. Einen schönen Tag. Tschüssi. Zombie Apocalypse.